klar, na klar. Natürlich. Na klar. Ah, das sind die Felder, die werden immer wieder erneuert. Ja, ja. Deswegen gehe ich da schon gar nicht mehr drauf. Ja. Kommen wir hier raus? Ja. Ja. Na. Oh Gott, hier waren wir. Oh Gott, Episode 1. Ja, hier waren wir tatsächlich mal. So, doch, annehmen können wir den doch. Gibt's aber auch keine Kisten mehr oder sowas, ne? Da keine Steine mehr. Ja, wir haben schön alles gesammelt. Ja. Na dann. Ja. Ruhe sanft, geliebte Prinzessin. Chewie. Leia hat dich zum General befördert. Was tun wir jetzt? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin nicht bereit. Das waren wir auch nicht. Kommen Sie zu mir nach Exegol, General Pride. Entsende dein Schiff zu einer Welt, die Sie kennen. Lass sie brennen. Ja, mein Lord. Sie wird herkommen. Ihre Freunde werden folgen. Meister Skywalker. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Wenn du dich Palpatine nicht stellst, bedeutet das das Ende der Jedi. Ich habe da etwas von meiner Schwester für dich. Ich werde diesen Ort nie wieder verlassen. Weil du eine Palpatine bist.
Ihr wusstet es. Oh, General Leia haben wir freigeschaltet. Sie hat mich trotzdem ausgebildet. Rey, manche Dinge sind stärker als Blut. Sag mal, ja, wieso bist du denn eigentlich der Hausmeister hier? Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich hier der Frosch bin. Ich krieg immer die Rollen, die keiner braucht. Nee. Warum bin ich... Ach, komm mal. Ja, folgen Sie mir. Ja. Ich kann nicht schneller, ich habe einen Stock im Arsch. Nee, auf den Rücken. Also... Ach, das ist wieder sein Affenfelsen hier. Ja, ja. Link 2, 3, 4. Link? Nee, Luke 2, 3, 4. Hey, look out. Was ist das? Ja. Sind die anderen? Ja. Ich bin nicht. Wo sind die anderen? Wo waren diese Plattformen denn unter? So, ja, da. Hier. Ja, genau. Da ist eine. Und. Ich habe den ersten Schwitter vergessen. Ach, da ist der zweite. Also hier ist keine. Jetzt geht's gut los. Nicht wahr? Gott, hier oben. Nummer 3. Wo ist Nummer 4? Weiß ich nicht. Jetzt such doch mal, verdammt nochmal. Ja, ich guck doch. Ich bin nur ein scheiß Frosch. Wo langst du denn? Ja, die sind kurzsichtig. Die sind immer durcheinander. Kurzsichtig bedeutet, die können nur auf kurzer Distanz sehen, oder? Ja. Oh. Ja, dann bin ich tatsächlich ein Frosch. Ah. Ich brauche eine Brille für lange Distanzen. Das ist ein bisschen peinlich gerade. Ist auch nichts, okay. Ja, Also da ist eine, da sind zwei, da ist die dritte, wo du bist. Ja. Du musst es dann hier drüben. Müssen ja. Oh, da, guck mal. Achso, ja, dann. Klar. Geh da drauf und dann. Ja, ich geh mal zu der hin, die anderen beiden kennen wir ja jetzt auch. Ja, eben. Easy. Woody. Dann lass mal den Typen hier hinterher. Ja. Kennt nämlich hier auch. Ist dann. Die Sonne. Aha, da ist er ja schon. Ja, ja, klar. Ja. Leia ist nicht schwer. Das Ende ihres Weges als Jedi. Aber das ist dein Kampf. Nimm beide Lichtschwerter mit nach Exegol. Ich hab den Wegfinder nicht. Ich hab Rens Schiff zerstört. Du hast alles, was du brauchst. Ich habe alles, was ich brauche. Könnt ihr mir das näher erklären? Erklären? Du willst gegen Imperator Palpatine kämpfen und brauchst noch Erklärungen? Ihr wart ziemlich vage.
Ich war vage? Du hättest mal Meister Yoda hören sollen. Ich war Löwe. Ich bin Jungfrau. Bist du? Achso, nee, warte. Moment. Oder warst du Jungfrau? Ich. Ja, ist richtig, ja. Ich war aber auch. Bin immer noch. Du warst aber auch Steinbock. Du bist immer noch Jungfrau. Ich war Jungfrau und ich bin immer noch Jungfrau. Ah, das Sternzeichen sich verändert bei dir. Wichser! sag ich nicht dazu. Ja, was ist da los? Ach so, Macht! Ja. So macht er doch mal was. Oben, unten, kennst du doch. Mein Gott. Zwei wurden gefertigt. Siehst du? Ich sagte doch, du hast, was du brauchst. Aber du... Kämpfst jetzt mit zwei Schwertern? Das Schiff wurde zerstört. Mein Schwert klebt an meiner Hüfte. Ja, das packt so ein bisschen rum. Also Legolas wirst du nicht... Ah, Legolas. For fuck's sake. Da wollte ich gar nicht genau. Ja, macht ja nix. Okay, ja gut. Touché. Sehr gut. Achso. Komm, Frosch. Hallo, my darling. Hallo, my sweetheart. Komm mal langsam, girl. Es war noch Zeiten. Looney Tunes. Ja. Der Frosch in der Kiste. Ja, lang ist her. Führt er uns denn hin? Weiß nicht, auf jeden Fall kriegen wir ganz gut Geld. Ja, wir haben gleich wieder 300 Millionen. Ja, das ging richtig schnell. Komisch. Du kannst meins nehmen. Nutze die Macht. Ja. Konzentration. Palpatine ist stark. Denk daran, was. Ach, das ist sein Gleiter aus Episode. Ich versuche gut darauf aufzupassen. Nee, 6. Drücke der Jedi-Ritter. Aus dem Sumpf bei Yoda. Stimmt, ja. Das ist ein Sammlerstück. Das ist ein Sammlerstück, ja. Gibt's auch nur einmal. Das ist Rey. Sie fliegt nach Exegol. Kijimi. Wie? Durch Beschuss eines Sternenzerstörers aus den unbekannten Regionen. Planetenkillerwaffen. General, dieser Droide hat eine Menge an Informationen über Exegol. Solange diese Sternzerstörer auf Exegol sind, können wir sie angreifen. Sie haben doch garantiert eine Art Thermalgenerator. Gibt es eine Ventilationsöffnung? Wenn wir die genau treffen... Oder vielleicht eine Art Reaktor? Wie bitte? Sie nutzen ein Signal eines Navigationsturms. Wie den hier. Unsere Jäger finden den Turm, das Bodenteam pustet ihn weg. Wir sind nicht genug. Und da kommen Lando und Chewie ins Spiel. Sie fliegen mit dem Falken zu den Kernwelten. Wir haben Freunde da draußen. Ich bin C-3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Ist ein bisschen leid. Ja, das ist okay. Ja, die Landefähre ist wohl gerade gekommen. Höhenflug quer durch die Galaxis mit einem Haufen köstlich stinkender Orbaks, General. Soweit ich weiß, hat aber C-3PO im Film nicht sein Gedächtnis verloren. Du, da bin ich raus. Also, keine Ahnung. Ja. Ich weiß, du bist bei so vielem raus. Du, ich war überwältigt, als ich erfahren habe, wer Darth Vader ist. Also, ja. Verlang nicht viel, zu viel von mir. Weißt du? Er weiß, wer Anakin Skywalker ist, ne? Aber wusste nicht, dass er nachher Darth Vader wird.
Ich sehe das Problem nicht. Das findet er raus bei einem Lego-Spiel. Ich sag's immer wieder. Ich meine, das beweist doch nur, dass Videospiele bilden. Mhm. Also ich sehe das Problem nicht. Wir gehen hier zu Exegol? Windows Exe. Ja. Windows Exe. So, ein wichtiger Stand. Ja, wie hoch denn noch jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, ich will dahin. Machen die Mission aber zweimal. Okay. Ja, klar. Weißt du, du hast so ein riesen Ding und ich so. Ja, guck jetzt mal. Stimmt, ach, komm, das versuche ich. Versuche ich das gar nicht. Stimmt, ich habe ein Riesending. Ja. Du musst irgendwas kommunizieren. Sound ist schon. Boah. Kann man machen. Shit. Achso, ja klar. Was? Nein, nein. Es steht so ein Toaster hier. Das gehen wir aber voll. So. Ich find's immer noch scheiße, dass was? Sie hier. Was? Ich kann dich gar nicht verstehen! Ich find's immer noch scheiße, dass sie hier in diesem Spiel immer noch nicht diese seismische Bombe drin haben. Ja. Der wohl beste Sound. Oh. Sind wir ehrlich. Okidoke. So, Mission, ne? Ja, Zeit mit mir. Zeit bereit.